Meine lieben Geschwister, wir hören oft Geschichten vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, von den anderen Propheten und von den Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, radiallahu anhum. Und man könnte denken, es sind Geschichten, die wenig mit unserem Leben heute zu tun haben. Das Leben heute ist ein anderes Leben wie das Leben vor 1400 Jahren auf der arabischen Halbinsel. Doch der Islam, wie wir wissen, ist gesandt worden für die gesamte Menschheit. Für die gesamte Menschheit, ohne Ausnahme. Und deswegen werden wir heute über ein Beispiel sprechen von einer Person, die vor einigen Jahrzehnten gestorben ist. Um zu zeigen, dass der Islam nicht nur Geschichte ist von vor 1400 Jahren oder von vor 1200 Jahren, als die großen Imame gelebt haben, die in die Geschichte eingegangen sind und die Muslime damals Geschichte geschrieben haben, mit einem Reich, das es gegeben hat, von Marokko bis nach China, das längste Reich, das jemals existiert hat. Man könnte denken, es sind schöne Geschichten und es hat wenig mit unserem Leben heute zu tun. Doch wir werden sehen, anhand von einem Beispiel, dass selbst heute Menschen viel erreichen können und dass selbst heute in diesen Jahrzehnten Menschen Geschichte schreiben können und viel beeinflussen können. Letzte Woche Samstag war der 50. Todestag von Malcolm X. Und ihr kennt alle die Geschichte von Malcolm X, manche detaillierter, manche weniger detailliert. Und wir werden einige Beispiele aus dem Leben von Malcolm X, inshallah, zusammen besprechen. Malcolm X, wie ihr alle wisst, war zunächst kriminell. Er hatte eine schwierige Kindheit. Sein Vater ist ermordet worden, sagt man. Und er hatte eine schwierige Kindheit, eine schwierige Jugend und war dann kriminell, drogenabhängig und hat mit Drogen gehandelt, mit Prostitution und kam dann ins Gefängnis. Im Gefängnis lernte er die Nation of Islam kennen. Die Nation of Islam, eine Sekte, die sich in Teilen auf den Islam beruft. Und ihr ist er gefolgt. Und einer dieser Teile des Islams, auf die sich die Nation des Islams, diese Sekte, berufen hat, ist ein wahrer Teil des Islams und das ist die Wichtigkeit des Wissens. Das Wissen. Und wir haben schon oft Predigten gehört und Vorträge gehört über den Stellenwert des Wissens im Islam. Und so hat Malcolm X relativ schnell gemerkt, dass der Wissen der Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala ist. Nur über Wissen kann man was bewirken. Nur Leute, die wissen, wie man vorgehen soll, wie man handeln soll, nur die können was bewirken und auch im alltäglichen Leben. Leute, die eine Firma gründen, die ein Unternehmen gründen, die etwas produzieren, die können dies nur, wenn sie Wissen haben. Und Leute, die was verändern wollen, die müssen erstmal sehen, was falsch läuft. Sie müssen erstmal sehen, was nicht richtig ist. Und das ist Wissen. Und dann kommt der nächste Schritt, wie kann ich dieses ändern? Was kann ich dafür tun? So merkte er relativ schnell, dass er nur über den Weg des Wissens etwas leisten kann und etwas verändern kann. Und er wusste, dass es eine grundlegende Säule, ein grundlegender Wert im Islam ist. Und ihr wisst alle, der erste Vers, der herabgesandt worden ist, war Iqra, lies. Lies im Namen deines Herrn. Ein anderer Vers ist in Sure 39, der 9. Vers, in dem es heißt, هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Sind denn diejenigen, die Wissen haben, gleich mit jenen, die kein Wissen haben? Mit Sicherheit nicht. Und Allah subhanahu wa ta'ala vergleicht dies mit Blinden und mit Sehenden. Der blind ist, er hat kein Wissen. Er handelt ohne Wissen. Doch der Wissen hat, kann sehen. Er weiß, was er zu tun hat. Doch genügt es, sich darauf zu konzentrieren, zu sagen, ich erwerbe mir Wissen an, ich fange an zu studieren und ich versuche etwas zu lernen, etwas Sinnvolles. Und das islamische Wissen, wie wir oft schon wiederholt hatten, ist Wissen, was nützlich für die Menschen ist. Etwas, wovon die Menschen profitieren und nicht etwas, was den Menschen schadet. Wissen im Islam wird definiert als nützliches Wissen. Alles, was nicht nützlich ist, ist im Islam kein Wissen.
Die Erfindung, die Produktion von Drogen. Man könnte es als Wissen definieren. Ist es nicht, weil es den Menschen schadet. Doch Wissen alleine genügt nicht. Und deswegen heißt es im Koran an ganz vielen Stellen, innal ladhina amanu wa amilu salihat. Diejenigen, die den Iman, den Glauben verinnerlicht haben und handeln. Die den Iman verinnerlicht haben, und das genügt nicht. Jemand hat den Iman verinnerlicht und handelt nicht und macht nichts von dem, was er machen soll, von dem, wie er handeln soll. Die Werte, die ihm Allah subhanahu wa ta'ala vorgegeben hat, Ehrlichkeit, Barmherzigkeit, Großzügigkeit, Gerechtigkeit, Gottes Ehrfurcht, Iman, wenn er danach nicht handelt, was nutzt ihm sein Wissen, das er bekommen hat? Und deswegen verbindet Allah subhanahu wa ta'ala den Iman in diesem Vers, innal ladhina amanu wa amilu, diejenigen, die den Iman verinnerlicht haben, mit dem Handeln. Denn nur dann ist es sinnvoll. Und Allah verdeutlicht dies auch, dass diejenigen, die dann noch handeln neben dem Iman, dass das diejenigen sind, die die Belohnung bekommen werden von Allah subhanahu wa ta'ala. So heißt es, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Und bringe denen frohe Botschaft, die den Iman verinnerlicht haben und die rechtschaffen handeln. In einem anderen Vers heißt es, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Diejenigen, die den Iman verinnerlicht haben und handeln. Und ihr seht, immer ist das mit dem Handeln verknüpft, verbunden. Und handeln. Und rechtschaffene Dinge tun. Sie werden wir in die Paradiesgärten eingehen lassen. In diesen fließen Bäche und ihr kennt die restlichen Beschreibungen des Paradieses im Koran. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam suchte Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala vor Wissen, das nicht nützt. So sagte er, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'. Ich suche bei dir Zuflucht vor Wissen, das nicht nützt. Und das Wissen, wenn sich jemand auf den Weg begibt nach Wissen, dann ist er schon mal auf dem richtigen Weg. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn dafür belohnen, wie es in dem Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam heißt, in dem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu tariqan ila al-Jannah. Derjenige, der den Weg beschreitet, um nach Wissen zu suchen, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala den Weg erleichtern, der ins Paradies führt. Doch nur das Wissen, womit Handeln verbunden ist. Und wenn wir zurück zu der Geschichte gehen, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war unser Vorbild im Wissen und im Handeln. Und die Gefährten, die in der Schule vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gewesen sind, die direkt vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelernt haben, haben ihr Wissen umgesetzt in Handeln. Auf jeden Fall hat Malcolm X diese Werte verstanden. Sie sind offensichtlich. Und wir kennen die meisten Werte des Islams. Sie sind offensichtlich und an die sollten wir uns richten. Und daran sollten wir uns halten. Und wenn wir uns daran halten würden, dann wären wir erfolgreich. Und deswegen, wir sprechen oft und wir hören uns oft Vorträge an. Doch wir müssen uns alle, müssen wir versuchen, diese Dinge mal umzusetzen. Die grundlegenden Dinge, die wir alle kennen. Es gibt unterschiedliche Schirchs, es gibt viele Bekannte, es gibt bekannte Schirchs. Doch die meisten Muslime wissen, was sich gehört und was nicht. Was richtig ist und was nicht. Im Detail vielleicht nicht unbedingt, doch die großen wichtigen Werte, die kennen wir. Und wenn wir danach allein handeln würden, dann wäre man erfolgreich. Und Malcolm X war einer, der das verstanden hat, relativ schnell. Er ist zum Islam gekommen und wusste, ich muss mir Wissen aneignen. So hat er die meiste Zeit im Gefängnis gelesen und sich mit dem beschäftigt, was der Islam sagt. Und als er rauskam, fing er an zu handeln. Und ihr kennt seine Geschichte? Und er hat sehr viel bewirkt, hat Reden gehalten, hat Vorträge gehalten, hat kaum Zeit gehabt für die Familie, um zu schlafen, um irgendetwas zu tun, sondern er hat gehandelt. Und eine weitere Eigenschaft, die wichtig ist in seinem Leben, ist die Aufrichtigkeit. Die Aufrichtigkeit, ohne diese Werte, ohne den Wert der Aufrichtigkeit, kann man ganz schnell auf die falsche Fährte kommen, kann man ganz schnell den falschen Weg beschreiten. Die Aufrichtigkeit der Ikhlas, für Allah subhanahu wa ta'ala etwas tun zu wollen, wer diesen Wert hat, wer diese Aufrichtigkeit hat,
den wird Allah niemals in die Irre gehen lassen. Egal, wo er geboren wird, als was er geboren wird, Allah subhanahu wa ta'ala wird niemals jemanden bestrafen, der aufrichtig ist im Glauben an Allah subhanahu wa ta'ala. Und darüber werden wir inshallah in dem zweiten Teil der Khutbah sprechen. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Malcolm X hat auf vieles verzichtet. Drogen, Frauen, Geld, darauf hat er verzichtet. Weil er wusste, ich muss Opfer bringen. Und der Islam produziert und erzieht Menschen, starke Menschen, die Werte haben. Und mit stark meine ich nicht unbedingt körperlich, sondern Menschen, die einen Charakter haben, einen starken Charakter, die einen Willen haben, die Ehrgeiz haben. Und wir sehen es, jeder von uns. Und das ist eine Besonderheit der islamischen Umma. Und wir können uns dankbar schätzen, dass wir so sind und Allah subhanahu wa ta'ala uns so gemacht hat. Jeder von uns. Wie viele Stunden fasten wir im Sommer? Es sind fast 20 Stunden, die wir fasten. Fragt mal die Menschen, die keine Muslime sind und die das nicht schaffen würden. Die würden es niemals schaffen. Warum? Weil sie nicht diesen Iman, diesen Glauben haben. Sie sagen, 20 Stunden im Sommer bei 30, 35 Grad? Es sind Opfer, die man bringt. Opfer, die erträglich sind, die man ertragen kann. Doch es ist eine Besonderheit des Islams. Denn er erzieht Menschen, die ehrgeizig sind, die einen Willen haben, die stark sind. Die einen starken Charakter haben. Und Malcolm X, nachdem er den Iman gespürt hat und er dachte, er wäre auf dem richtigen Weg. Doch ein Teil davon war natürlich richtig und nicht alles. Aber diesen Iman hat er zum Teil gespürt. Und es ist ihm leicht gefallen, von diesen weltlichen Genüssen sich fernzuhalten. Frauen, Geld, Prostitution und allem anderen, womit er zu tun hatte. Doch er war aufrichtig und er war weiterhin aufrichtig. Und er betete weiterhin. Und wir beten alle, täglich, jeder von uns, der das fünfmalige Gebet am Tag verrichtet, sagt 17 Mal am Tag, Ihdina as-Sirat al-Mustaqim, leite uns den rechten Weg. Sind wir denn nicht recht geleitet? Sind wir auf dem richtigen Weg oder nicht? Doch warum bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala, warum hat er uns vorgegeben? Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat es uns vorgelebt, dass wir während dem Gebet trotzdem Allah bitten, dass er uns den rechten Weg leitet. Weil es ein permanenter Prozess ist. Ein durchgehender Prozess. Und man kann ganz schnell auf den falschen Weg kommen. Und manchmal sind Leute auf dem falschen Weg oder nicht genau exakt auf dem richtigen Weg. Doch wenn sie das Gebet aufrichtig verrichten, dann wird ihnen Allah subhanahu wa ta'ala das geben, was sie verdienen. Denn Allah ist der Gerechte, der Barmherzige. Und so hat Malcolm X mit dieser Aufrichtigkeit diesen Weg weiter beschritten. Und er war nicht blind. Und als er gemerkt hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm Zeichen gegeben hat, dass sein Führer eine zwiespältige Person ist, und viele Sachen gemacht hat, die gar nicht islamisch sind, die gar nicht so waren, wie er es selbst gepredigt hat, hat er angefangen, sich davon zu distanzieren. Mit Aufrichtigkeit. Und er verzichtete auf viel. Und da können wir uns heute in die gleiche Situation versuchen, hineinzuversetzen. Wie viele von uns haben eine bestimmte Meinung über eine bestimmte Sache im Islam? Und die Diskussionen sind oft vielfältig und groß und manchmal sehr intensiv. Ob jetzt politische Wahlen, ob man der Frau die Hand geben kann, ob das und das und das und das. Und man hat eine Meinung von vornherein, ohne dass man groß Wissen hat. Und man ist in einer Gruppe, die diese Meinung vielleicht vertritt. Und dann stellt sich vielleicht heraus, nein, ich glaube, ich habe falsch gelegen. Egal in welche Richtung, also wir wollen nicht ins Detail gehen, egal in welche Richtung. Wer von uns hat den Mut zu sagen, ich habe falsch gelegen? Wer von uns hat den Mut, sich in diesem einen Punkt, der vielleicht in dieser bestimmten Clique, in dieser Gruppe zentral ist und groß ist, zu sagen, Leute, ich glaube, das ist nicht richtig. Ich gehe einen anderen Weg. Wir sind Geschwister, wir sind Brüder, doch in dieser Position habe ich eine andere Meinung. Weil es die Wahrheit ist. Und wir sehen oft, ob in Vereinen, in Organisationen ist es genauso.
Wir sind nicht loyal gegenüber einer Gruppe oder gegenüber einer Organisation, sondern gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn wir sehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns deutliche Zeichen gegeben hat, deutliche Werte, die Wahrheit, das, was deutlich ist, und der Islam, wir haben genug Belege. Es wird diskutiert. Manche sind natürlich, können unterschiedlich interpretiert werden, das ist kein Problem. Und auch die unterschiedlichen Meinungen sind oft kein Problem. Doch wenn sie zu Streitereien und zu Spaltungen führen, das ist das Problem. Und wenn jemand dann auf seinen Status verzichten muss, er ist in einer Institution, in einer Organisation, in einer Gruppe, egal wo, und er merkt, Moment, das ist nicht richtig. Wie viele von uns haben den Mut zu sagen, ich gehe einen anderen Weg? Und das hat Malcolm X gemacht. Das ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. Und wir sehen es auch bei den Geschwistern, die konvertiert sind. Es ist nicht einfach, selbst wenn man überzeugt ist vom Islam, ist es nicht einfach, diesen Schritt zu gehen, diesen Schritt zu tun. Warum? Weil es mit vielen Schwierigkeiten verbunden ist. Man hat eine Familie, mit der man zu tun hat. Tagtäglich. Man hat Freunde, man hat Bekannte, man hat ein soziales Umfeld. Also dazu gehört Mut. Und wir kennen die Schwierigkeiten, die unsere Geschwister haben, wenn sie konvertieren. Und es deutet darauf hin, dass es starke Persönlichkeiten sind. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala sie und uns gemeinsam inshallah stärken, dass wir alle gemeinsam seine Barmherzigkeit erreichen. So hat Malcolm X gesehen, nein, es ist nicht das Richtige. Und er hatte eine Position in dieser Nation of Islam. Doch er war aufrichtig. Er war aufrichtig und hat gesagt, mir geht es nicht um die Position, mir geht es nicht um Werte, mir geht es nicht um Geld, um das, was ich bekommen kann. Mir geht es um die Wahrheit. Um Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm den Weg gezeigt. Und wie viele Parallelen gibt es zwischen ihm und Salman al-Farisi, der in Persien gelebt hat, ein Gefährte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als Sohn eines einflussreichen Statthalters, die das Feuer angebetet haben. Doch er war aufrichtig und Allah subhanahu wa ta'ala führte ihn einen Weg zum Islam. Und diese Geschichte ist eine besondere Geschichte, denn er ist zunächst mal zu Christen gekommen und danach zu einer anderen Gruppierung von Christen und danach in Medina verkauft worden. Sein Vermögen hat er verloren und es wurde ihm weggenommen. Er ist versklavt worden, bis er den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefunden hat, womit ihn Allah subhanahu wa ta'ala belohnt hat, aufgrund seiner Aufrichtigkeit. Für seine Aufrichtigkeit hat ihn Allah subhanahu wa ta'ala belohnt. Auch wenn man auf der Suche vielleicht ein paar Umwege nehmen muss. Denn das Wichtige ist der Abschluss, das Ziel. Kommt man ans Ziel oder nicht? Und so sehen wir, dass Malcolm X darauf verzichtet hat, auf diesen Ruhm und auf diesen Einfluss, den er gehabt hat, in dieser Institution, hat er verzichtet. Und das ist ein grundlegender Wert des Islams. Was tue ich für Allah subhanahu wa ta'ala? Und Allah hat es ihm leicht gemacht, dass er die Hajj durchführt. Die große Pilgerfahrt. So hat er sie durchgeführt und hat dort die endgültigen Werte des Islams kennengelernt. Den Islam in seiner Allgemeinheit. Was ist der Islam? Und wir wissen, dass die Nation of Islam eine rassistische Institution gewesen ist. Nur die Schwarzen, das sind die Guten. Und alle anderen, die Weißen, die Blauäugigen, das sind die Teufel. Und das, wir wissen alle, dass das nicht der Islam ist und dass Allah subhanahu wa ta'ala zwischen den Menschen keine Unterschiede macht, außer in ihrer Gottesehrfurcht, in ihrem Glauben. Und kein Weißer ist besser als ein Schwarzer besser als ein Weißer, noch ein Araber vor einem Nicht-Araber und umgekehrt. Das sind Werte, die der Islam gelehrt hat. Das sind Werte, die zu einer Revolution zu der damaligen Zeit geführt haben. Und wir wissen, dass selbst vor einigen Jahrzehnten in vielen Teilen der Welt, in angeblich modernen, sehr modernen Regionen der Welt, in Amerika gab es noch die Rassentrennung, in Südafrika die Apartheid. Das war vor einigen Jahrzehnten. Und der Islam hat das grundsätzlich abgeschafft vor 1400 Jahren. Und da war ein Bilal, ein Sklave war es gewesen. Und zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist er erkoren worden für jemanden, der den Adhan ruft. Und die Besonderheit des Adhans und den Stellenwert des Adhans kennen wir auch. Wenn er den Adhan gerufen hat, ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam rausgekommen. Er hat zum Gebet gerufen, zu der Säule des Islams. Und als man Mekka eingenommen hat, ist er auf die Kaaba geklettert, um von dort auf der Kaaba, jemand, der vorher ein Sklave gewesen ist. Es war einer, aber er ist im Islam, gibt es keine Unterschiede. Und wir kennen die Geschichte der islamischen Gelehrten. In einer bestimmten Periode, kurze Zeit nach dem Tod des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, einige Jahrzehnte danach, waren die Sklaven, diejenigen, die Sklaven waren, das waren die Gelehrten in der islamischen Umma. Das waren die Gelehrten in der islamischen Umma. Dieser Rassismus, Diskriminierung, das gibt es bei uns nicht. Und deswegen sollten wir auch heute darauf achten, dass wir nicht so sind.
Wir sollten es nicht nur theoretisch und irgendwo in der Geschichte diskutieren, dass es irgendwann mal so gewesen ist. Nein, es ist noch heute, können wir uns daran ein Vorbild nehmen und wir müssen das umsetzen. Und das kennen wir. Eine Marokkanerin mit einem Türken wollen heiraten, ein Tunesier mit einer Afghanin, ein Deutscher. Gibt es Schwierigkeiten oder nicht? Wie viele Leute fragen dann nur nach der Religion? Praktiziert er, betet er, kann er sich um meine Tochter, um meinen... Wer fragt diese Fragen? Oder fragt man, woher kommt er als erstes? Worauf kommt es an? Und wir in Europa, da gibt es nicht diese Stämme, wie es vielleicht in Libyen und in anderen Regionen der Welt gibt, wo das vielleicht einen Einfluss hat. Hier hat es keinen Einfluss. Und deswegen sagen viele Gelehrte, dass in der heutigen Zeit, in Regionen wie dieser Region, es darauf ankommt, ob jemand gläubig ist und praktiziert oder nicht. Wie ist sein Iman? Kann er für eine Familie sorgen? Vorbildlich als Muslim, mit dem Islam, mit dem Iman? Dann ist es ein Richtiger. Dann spielt es keine Rolle, woher er kommt. Und deswegen, wir, die Generation, viele von uns haben Kinder, viele von uns haben vielleicht schon erwachsene Kinder, wenn nicht jetzt, vielleicht in einigen Jahren. Wir sollten das nicht vergessen. Denn der Islam verspricht uns das Paradies, wenn wir uns an die Vorgaben von Allah subhanahu wa ta'ala halten. Und das Paradies ist teuer. Und manchmal ist es schwierig. Das Paradies kann man sich nur verdienen. Und alles, was einen besonderen Wert hat, ist sehr teuer. Und das ist ein Bereich, den die Muslime umsetzen sollen. Es ist schwierig, natürlich. Du wünschst dir vielleicht für deine Tochter jemanden, mit dem du in der gleichen Sprache sprechen kannst. Ob Tunesier, Türke, Marokkaner, Afghaner, Algerier, spielt keine Rolle. Natürlich wünscht man sich vielleicht das, wenn man die deutsche Sprache nicht so gut beherrscht. Doch worauf kommt es an? Ob es ein guter Muslim ist oder nicht? Und dieser Rassismus, den die Nation of Islam gelebt hat, hat Malcolm X während dieser Hajj, während dieser Pilgerfahrt gespürt und geschmeckt. Und dann hat er sich noch mehr davon gelöst und ist zurück und hat sich für diese Werte des Islams eingesetzt, die grundlegenden Werte. Und das ist ein Bereich, der ganz selten erwähnt wird in seinem Leben, für soziale Gerechtigkeit, für Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, gegen Rassismus und gegen Diskriminierung. Dafür hat er sich eingesetzt. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm Erfolg gegeben. Er ist eine Person, die in die Geschichte eingegangen ist. So sehen wir, dass Malcolm X zunächst ein Krimineller gewesen ist, mit Drogen, Prostitution, Geldgeschäfte, illegalen Geldgeschäften. Und dann ist er zur Nation of Islam gekommen, hat einen Teil des Islams gespürt. Und dort hat er sich wieder gelöst aufgrund seiner Aufrichtigkeit und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm den wahren Islam gezeigt. Und mit dem wahren Islam meine ich diesen breiten Weg. Es gibt manche Leute, die interpretieren das so, die anderen so, das spielt keine Rolle. Wir sind Muslime und das macht diese Meinungsverschiedenheiten gab es schon zur Zeit der Gefährten und zur Zeit der großen Imame. Doch er hat ihnen den Weg des Islams gezeigt, die grundlegenden Werte des Islams, worüber es keine Meinungsunterschiede gibt. Und als Allah subhanahu wa ta'ala ihn zum Islam geführt hat, hat er den wahren Iman geschmeckt. Und er war mutig. Er war mutig, er hatte keine Angst vor dem Tod. Und man hat vorher schon Anschläge auf ihn verübt. Und er hat trotzdem noch öffentliche Diskussionen, öffentliche Reden wahrgenommen, mit dem Bewusstsein, dass man ihn da vielleicht versucht zu töten. Wir sehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm einen Platz in der Geschichte gegeben hat. Er ist vor 5 Jahrzehnten gestorben. Letzte Woche Samstag, am 21. Februar, waren es genau 5 Jahre. Am 21. Februar 1965 ist er getötet worden, ermordet worden. Und die Welt dreht sich weiter. Und die Welt existiert. Und auch wir werden alle diesen Planeten verlassen. Wir werden alle irgendwann mal früher oder später sterben und die Welt wird sich weiterdrehen. Und in 100, 200 Jahren wird man uns vergessen haben. Es wird niemanden mehr geben, der sich an uns erinnert. Außer diejenigen, denen Allah subhanahu wa ta'ala eine besondere Stellung gegeben hat, eine besondere Ehre erwiesen hat. Und das passiert auch in gegensätzlicher Richtung. Verbrecher des Jahrhunderts, Verbrecher des Jahrtausends, Leute, die schlecht und übel gewesen sind, über sie wird man auch lange sprechen, als Negativbeispiel. Doch dann gibt es andere Beispiele wie Malcolm X, die Mut bewiesen haben, die aufrichtig waren
und sich auf die Werte des Islams dann begründet haben. Und wir sehen, dass selbst in der islamischen Geschichte, wessen Namen sind übrig geblieben? Wie viele Millionen Muslime haben gelebt? Von der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bis heute. Wie viele Millionen Muslime haben gelebt? Oder Milliarden? Und welche Namen sind uns in Erinnerung? Der Prophet natürlich, der von Allah subhanahu wa ta'ala auserkoren wurde. Viele Gefährten, die großen Gelehrten, bestimmte große Persönlichkeiten, die viel erreicht haben, ob in Wissenschaft, Technik, Leute, die Werte hatten, die einen Charakter hatten, die etwas, ein Prinzipien gelebt haben und nicht nur von Prinzipien geredet haben. Und so ist Malcolm X einer von denen, denen Allah subhanahu wa ta'ala diese Ehre erwiesen hat, dass 5 Jahrzehnte nach seinem Tod, dass man immer noch von ihnen spricht. Und so gibt es ein schönes Sprichwort im Arabischen, in der es heißt, أَخُ الْعِلْمِ حَيٌّ خَالِدٌ بَعْدَ مَوْتِهِ وَأَوْصَالُهُ تَحْتَ التُّرَابِ رَمِيمٌ وَذُو الْجَهْلِ مَيِّتٌ وَهُوَ مَاشٍ عَلَى الثَّرَى يُظَنُّ مِنَ الْأَحْيَاءِ وَهُوَ عَدِيمٌ. Derjenige, der Wissen hat, er ist lebendig, obwohl seine Knochen vielleicht schon unter der Erde beerdigt wurden. Also jemand, der Wissen zurückgelassen hat. Und wir sehen Imam Malik, Imam Abu Hanifa, Imam Shafi'i, die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imam Ahmed und viele andere große Gelehrte der islamischen Geschichte. Sind sie tot? Ihre Körper sind tot, ja. Doch wir lesen tagtäglich das, was sie geschrieben haben. Die Gelehrten von heute, diejenigen, die die islamische Umma, inshallah, wieder in Bewegung setzen. Das sind diejenigen, die deren Leben studieren, deren Aussagen studieren. Sind sie tot? Sie sind nicht tot. Deren Wissen ist lebendig. Die Körper sind tot, doch deren Wissen ist lebendig. وَذُو الْجَهْلِ مَيِّتٌ وَهُوَ مَاشٍ عَلَى الثَّرَى. Und derjenige, der kein Wissen hat, der unwissend ist, absolut unwissend, er ist tot, doch er bewegt sich noch auf der Erde. يُظَنُّ مِنَ الْأَحْيَاءِ وَهُوَ عَدِيمٌ. Er hat kein Wissen. Wie will er den Menschen Nutzen bringen? Und da sieht man, dass der Islam und dass die Werte, dass die Araber, wenn sie diese Verse geschrieben haben, dass sie darauf Wert legen, auf den Wert des Islams, auf die Botschaft des Islams. Denn nur Menschen, wie es in dem Hadith heißt, der Beste unter euch ist derjenige, der den Menschen nutzt, Nutzen bringt. Das sind die Lebendigen. Das sind diejenigen, die nach dem Islam leben. Und damit meine ich nicht unbedingt abstraktes Wissen, irgendein extrem hohes Wissen, auch wenn jemand ehrliche Arbeit leistet, ob als Maler, Lackierer, Verkäufer, das ist ein bestimmtes Wissen und er leistet eine ehrliche Arbeit mit seinem Wissen, mit dem, was er hat und dafür wird er belohnt. Doch Leute, die kein Wissen haben und ganz schlecht handeln und gar nicht wissen, wie man richtig handeln soll, was richtig, was gut und was schlecht ist, sie sind tot. Doch ihre Körper bewegen sich noch auf der Erde. Man denkt, sie wären lebendig, doch sie existieren nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir den Islam nicht nur aus einer geschichtlichen Perspektive betrachten, sondern auch in unserer Realität, in unserem Kontext heute. Und wir sehen, dass es heute und gestern und die letzten Jahre und in Zukunft immer Beispiele geben wird, wo Allah subhanahu wa ta'ala Menschen auswählen wird, um ihnen eine bestimmte Ehre zu erweisen. Bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns zu den ehrlichen, aufrichtigen Menschen werden lässt und zählen lässt. O Allah, du bist der Allbarmherzige, der Allerbarme, ja Allah. Du bist der Barmherzige, der Allerbarme. O Allah, leite uns den rechten Weg. O Allah, reiße aus unseren Herzen den falschen Stolz und die Arroganz, ja Allah. O Allah, reiße aus unseren Herzen den falschen Stolz und die Arroganz, ja Allah. O Allah, stärke in uns die Aufrichtigkeit. Lass uns aufrichtig sein, ja Allah. O Allah, lass uns deine Religion richtig verstehen. Lass uns danach handeln, ja Allah. Lass uns so handeln, wie es richtig ist, ja Allah. Und vergebe uns und unseren Eltern und stehe den Unterdrückten, den Gedemütigten, den Entrechteten, den Hungernden, den Frierenden und Kranken bei, ja Allah. O Allah, stehe ihnen bei, sie haben niemanden außer dich, ja Allah. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.